Morgen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, heute ist es soweit, letzte Etappe. Und für euch heißt es auch erstmal das letzte Video für diese Auf Woche. geht's. Biege nach links ab. Heute werden wir in Dresden ankommen. Und dann geht es ab in den Biege nach Leihwagen, rechts ab. um nach Leipzig zu kommen. Dann nehme ich euch natürlich noch mit. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und dann wollen wir mal schauen, wie es so weitergeht. Aber erstmal bin ich jetzt schon mal froh, wenn wir es bis Dresden geschafft haben. Ich hoffe ja mal, dass wir nicht noch irgendwie in den Stau geraten oder so. Das wäre eher kontraproduktiv. Na, hier hat er jetzt aber mal ganz schön zu tun. Na gut, ich meine, wir haben auch einiges drauf. Kommen und nicht noch langsamer werden. Ja, jetzt langsam wieder fangen, das wäre schön. Ja, so ist das gut. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Und dass ich aufgeregt bin, das könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Bitte rechts halten. Na, der gute Jeff hat er mir auch noch geschrieben. Der ist schon wieder in England unterwegs. Also sind wir gerade ein bisschen weit auseinander, um uns zu treffen. Bitte links halten. Aber irgendwann wird es klappen, dass wir uns mal treffen. Der Kollege von der ITL, der ist hier runter auf dem Weg nach Italien.
Wir sind also alle echt munter gemischt quer durch Europa unterwegs. Aber ich halte hier immer die Augen offen, ob ich irgendjemanden hier mal entdecke, aber bisher ist mir noch keiner entgegengekommen. Bitte links halten. Das wäre ja auch, denn wenn das alles so umgesetzt wird, wie SCS das plant, dass man dann halt im Multiplayer unterwegs ist, man auch einige Mods benutzen kann und man dann wirklich mal so die Kollegen hier auf der Autobahn mal trifft. Das wäre natürlich absolut genial. Und würde so dieses ganze Story jetzt habe ich komplett den Faden verloren, aber das kennt ihr ja von mir. Würde die Storys aufwerten, so wollte ich sagen. Heute noch mal das Mineralwasser abliefern. Dann heißt es auch schon wieder dann Ausfahrt rechts nehmen. Ein Goodbye sagen zu dem guten Renault. Nimm die Ausfahrt rechts. Einerseits zwar schade, aber andererseits freue ich mich natürlich riesig auf den neuen. Mit der ganzen neuen Technik und. Ich weiß auch noch gar nicht, welche Ausstattung mir Marian da gegönnt hat. Aber das werden wir alles noch sehen. Und ihr werdet es ja nachher auch noch mitbekommen. Rasthof Eisenach. Mein Standard halt, wenn ich tanken muss. Aber mit dem aktuellen Diesel kommen wir noch locker bis nach Dresden. Und wie gesagt, das ist denn heute für diese Woche auch das letzte Video. Dann geht's wie gewohnt nächste Woche Mittwoch wieder weiter. Aber den neuen, den bekommt ihr natürlich heute noch zu sehen. Da mache ich jetzt keinen riesen Cliffhanger draus, also. Allerdings die erste Tour damit, die wird dann erst nächste Woche Mittwoch sein. Wir haben jetzt Donnerstag, wir werden gegen Donnerstagmittag wohl in Dresden sein.
Eventuell auch schon was früher. Ich habe das jetzt gar nicht so genau auf dem Zettel, aber. Och nö, nicht noch eine Baustelle hier. Und jetzt kann ich zusehen, wie ich hier reinkomme. Lässt du mich rein? Du lässt mich natürlich nicht rein, aber jetzt. Und die Jungs hier, die haben keine Schuld. Die machen auch bloß ihren Job. Auch wenn man manchmal die Jungs verfluchen könnte, aber die sorgen halt dafür, dass wir vernünftig auf deutschen Autobahnen fahren können. Mehr oder weniger vernünftig. Und ich habe auch schon noch mit der Dispo telefoniert. Also es wird wie folgt sein. Wir werden dann einen Fremdauflieger mitnehmen von Dresden nach Erfurt. Und in Erfurt soll ich dann nochmal den Auflieger tauschen. Also ich bin gespannt, was da so steht. Vor allen Dingen muss ich nochmal nachfragen, ob ich das wirklich richtig verstanden habe, dass der in Erfurt steht oder in Leipzig, sei schon in Dresden. Aber da werde ich einfach nochmal anrufen und nochmal nachfragen. Dann weiß ich halt genau, wo was steht. Und vor allen Dingen bin ich auch gespannt, was da steht. Besonders neugierig bin ich ja schon drauf, wie der neue sich so fährt. Ob man da irgendwie einen Unterschied merkt oder ob man sagt, okay, der fährt wie jeder andere LKW. Aber bisher hat ja eigentlich so jeder LKW so seine Eigenheiten gehabt. Und dann schauen wir mal, was uns dann so für Abenteuer erwarten, wo denn überall so unsere Reisen hingehen.
wo ich mir aber sicher bin, die ersten Reisen werden sicherlich nicht ins tiefste Russland gehen. Weil ich glaube, so verrückt ist Maria nicht, mich mit einem nagelneuen LKW in die Untiefe von Russland zu jagen. Ich denke mal, dass England vielleicht das ein oder andere Mal auf jeden Fall mit drin ist. Ich habe zumindest schon mal mitbekommen, dass es zwei Stammkunden jetzt gibt, wo ich vermehrt für fahren werde, zumindest aus Erfurt weg und nach Erfurt zurück. Und dann halt zwischendrin halt noch die ganzen anderen Kunden. Aber das werdet ihr ja auch noch mitbekommen, welche Kunden das dann sind. Ich dachte schon, der zieht vor mir noch raus. Ich konnte leider nicht rüber. Sonst hätte ich einen Kollegen natürlich vorgelassen. Ich habe auch mit der East North noch abgemacht, dass ich einen Augenblick. Bitte links halten. Da musste ich doch mal kurz husten. Ich habe mit der East North auch abgemacht, dass ich den LKW jetzt halt erstmal nur in Dresden abstelle und mich dann sofort in den Leihwagen schwinge. Und den Renault hier dann halt später ausräumen. Beziehungsweise im Zweifelsfalle macht das noch der. Rechts halten und dann auswärts rechts nehmen. Der Werkstattmensch. Die Ausfahrt rechts. Ich meine, das Wichtigste werde ich mit rausnehmen. Aber so hier die. Kleinigkeiten, die werde ich erstmal noch drin lassen, die hole ich dann später ab. Erstmal heißt es ab nach Leipzig. Und solltet ihr gerade ein komisches Geräusch gehört haben, das war von meinem Nachbarn oben, der wieder seinen Stuhl hin und her geschoben hat. Das klingt ab und an sehr grausam. Und ich denke mal, ihr habt es gehört. Sollten euch die Ohren weggeflogen sein, tut es mir leid. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Links abbiegen. Dresden.
Mal wieder. Biege nach links ab. Na, kommen wir noch rüber bei der Ampel. Jo, ist eine nette Ampel. Sehr schön. Ja, in Gedanken bin ich schon dabei, gerade noch alles weiter irgendwie zu planen. Wo ich als, was ich alles mitnehmen muss, was ich absolut nicht vergessen darf. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nach rechts ab. Mach sie an, die Werkstatt ist ja gleich dann hier um die Ecke. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Nix los hier. Dann stelle ich mir erstmal hier oben hin, um dann mal zu fragen, an welche Rampe ich ran soll. Ich hoffe, hier ist auch noch einer da. Bleiben wir erstmal hier so stehen. So. Und ihr kennt das Prozedere. Ich werde jetzt mal fragen, wo hier wie ran. Danach fahre ich rüber zur Werkstatt und würde sagen, dann sehen wir uns, wenn ich denn in Leipzig bin. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, beziehungsweise für euch ist es gleich. Ich musste erstmal noch nach Leipzig hin und ja, ihr kennt das Spielchen. Also, bis gleich. Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Und ja, den werde ich definitiv haben. Ja. Ja, genau. So machen wir das dann. Alles klar. Ich bedanke mich. Tschüss. So, Freunde. Ich bin beim DAF-Händler. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Da steht er. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, der sieht ja aus wie Marian seine. Wie liegt da dran, dass der noch komplett Serie ist? Da wird natürlich noch ein bisschen was dran gemacht. So ein paar Kleinigkeiten. Aber er wird jetzt nicht so extrem
wie man sonst die LKWs von mir kennt. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit diesem Gefährt jetzt arbeiten zu dürfen. Steigen wir mal ein. Och, das ist so genial hier drinne. Also, ich bin ja schon was verliebt. Wir können hier noch mal kurz anmachen. Ja, doch, das klingt doch schon mal sehr gut. Ihr seht, wir haben es jetzt kurz nach 3. Ja. Ich bekomme hier auf jeden Fall gleich noch eine Einweisung in das Ganze. Und dann heißt es Feuer frei, würde ich mal sagen. Aber ich muss erstmal, wie gesagt, kriege ich gleich noch eine Einweisung in den ganzen Technikkram hier. Aber da müsst ihr nicht mit bei sein. Wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, der Max rockt die Straße und das dann mit diesem Gerät. Ich freue mich drauf. Also bis dahin. Tschüss. Er wird mich dafür hassen, ich weiß es.